Alter, was für Voraussetzungen jetzt hier sind. Die Schlange wächst. Und wir mit den Herausforderungen. Paryżu, Korna RKI, duro spadno chytrownia. Eto barst narodni, my nie pozwalicie ich to grusku perewosku aksjem. Et walisztować was. Alles klar. Die Bürger von Erkelenz können nicht hier rein. Oder die Waren. Nach den Enthüllungen der über Verbindungen zwischen Bürgern des Königreichs Erkai und kriminellen Gruppen hat die Regierung ein Embargo für alle Waren aus dem Land verhängt. Fahrer, wie die Waren und Gepäck aus dem Königreich. Ja, ich ließ doch. Entspann dich mal ein bisschen ein. Transportieren, Einreise untersagt, ist klar. Frachtbrief wie immer. Schmuggler, fehlender Spiegel, lol. Fahrer 50, Fahrzeugfarbe braun. Ich hoffe, das ist alles in einer Person, da haben wir es abgehakt, ey. So, moinsen. Ja, danke. Aber mit so einer Karre fährst du hier rum oder was? Was ist denn hier los, ey? Ateitje, gib mal Papiere, Alter. Leo, sabi ksarasta? Oh. Menosva gru, a da sajaditel, a snieżny galap. Nie tap to uwarić, eto bardzo... So, jetzt halt mal die Backen, Alter. A da terrori, eto jak sabujda. Ja, entspann dich. Königreich von Erkai. Hast du irgendwelche Waren dabei oder wie oder was oder was oder wie? Müssen die Fahrer die Waren und Gepäck transportieren? Ist die Einreise untersagt? Waren und Gepäck. Hast du Waren und Gepäck dabei, Alten? Alter, was ist das für eine Karre, ey? Bist du dir sicher, dass du damit fahren willst? Komm, mach mal Platz da hinein. Ja, ja, entspann dich. Oh, erstmal nach Drogen überprüfen hier. Waren und Gepäck. Offensichtlich weder noch dabei. Offensichtlich nichts dabei. Der Reifen ist ein bisschen ausgebeult. Das sag ich dir so, wie es ist. Aber ansonsten sieht das doch ganz vernünftig aus, das Ding. Das Kfz. Oh, mein Junge, was soll ich dir sagen? Wir checken erstmal nochmal deine Papiere, ne? Also, Gesicht, check. Name, check. Check. Gültig bis Mai, April, check. Geburtstag, wie alt ist er? Check. Fahrzeugfarbe braun? Nein, schwarz. Check. Ja, dann mal gute Fahrt, Alter. Haben wir irgendwas vergessen? Ein Spiegel. 50, braun. Er hat zwei Spiegel. Abfahrt, Alter. Atlista. Ja, gib Gummi. Deine Scheibe ist kaputt, Alten. Für Notfall kann ich immer noch schießen, ne? Perfekte Inspektion, Billard. Next! Komm ran hier! Danke. Ja, ist das jetzt ein Braun oder ist das eher ein Rot? Ist das ein Schokoladenbraun? Oder schwingt da auch ein bisschen Rot mit? Immer, das sieht aber hier schon wieder sass aus, oder? Als ob da einer dran rumgetüdelt hat. Hier fehlt das einfach komplett. Und er hat übrigens auch nur einen Spiegel. Alarm! Er hat nur einen Spiegel. Er hat nur ein... Alter, hier fehlt das auch komplett. Er hat auch nur einen Spiegel.
Ja, schönen guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, danke schön. Ja, gucken wir mal eben rein hier. HSV Rambo, Alter, grüß dich. Emin Atmaca. Dann kannst du mal aufhören zu quatschen, Alter. So, Emin, passt. Name, check. Nummer, check. Nationalität, check. Gültig bis, check. Auf Besuch. Oh. Aussteigen. Schmuggler. Ein gesuchtes Mitglied der Schwarzen Schlange-Bande. Polizeifahndung geflohen. Grenzübergang. Ah ja. Ah ja. Ja, ja. Sass. Können sie immer alle viel, Alter. Offenbar. Wölfin, grüß dich. So, was machen wir denn jetzt mit dem? Was machen wir denn jetzt mit dem? Leute, hallo. Was machen wir denn mit dem? Er hat offenbar nur einen Spiegel. Er sieht so aus wie der Dude mit nur einem Spiegel. Sollen wir den Hops nehmen? Der hat saubere Papiere. Das Einzige, was er hat, ist ein upper Spiegel. Wegen was soll ich ihn anklagen? Wegen dem Appenspiegel? Das passt alles. Verhaften und verkaufen. Rado tuksai uamanu, adio bacista. Anjo Batista. Allen. Jetzt bin ich ja gespannt, ne? Perfekte Inspektion. Alter, nass geschwitzt bin ich, ey. Next! Komm ran hier! Ei, was hast du denn da drin, Alten? Ateitje, Alter. Sack Kartoffeln dabei, oder was? Fahrer ist 50, Karre ist braun. Okay, ist ausgenommen. Ein Spiegel, auch ausgenommen. Fahrer ist 50, maybe. Ja, schönen guten Tag, Papiere bitte. Ja, danke dir. Machen wir erstmal Auge, ne? Ja, Drugi Agaruschki. So, jetzt hör mal auf zu schnacken, Alter. Okay. Name Alexandrovic. Check. Androi. Name falsch.
dass sie es einfach immer wieder versuchen. Ne? Ich könnte mich eigentlich übrigens auch mal auf die andere Seite setzen, oder? Nee, warte, wo waren wir? Hier, da sind wir. So, also. Hier haben wir schon mal einen Alexandrowitsch, einen Alexandroi. Alter 50, passt. Alter. Geburtsdatum. Sass. Nummer. AV passt auch nicht. Passnummer passt nicht. Gültig bis. Passt. Was hat er dabei? Gepäck. Wo kommt er her? Theoretisch aus unserem Land hier. Aussteigen. Jo, fangen wir mal an, ne? Bliat, Alter. Büchschi. Riskamy na maszynu, ać bagra eto akariski. Bako? Ich könnte das Geld... Das ist vielleicht ein bisschen wenig, oder? Das ist aber tatsächlich erschreckend viel, oder? 300 noch was? Dementsprechend mehr muss natürlich ja auch noch drinne sein. Wenn er mir schon 380 anbietet, dann wird da ja noch ein bisschen was drin sein. Auspacken. Ich frage mich natürlich, wie sicher ist denn, bitteschön, so ein Grenzübergang, wenn da einer mit seinem Moped hier einfach gerade vorhin durchgebrettert ist und einfach durch die Schranke überfahren hat. Wie sicher ist es denn, dass ich dann hier als einzelner Man einfach mit so einem Kecko, mit so einem Illegalen hier rumstehe? Weißt du, die ganzen anderen Dudes, die machen ja nichts. Ja, ist ja jetzt nichts drin, oder was? Was ist mit dem Ding? Muss ich das jetzt aufmessern, oder wie? Salzsack. Seriously. Dankeschön. Reißverschluss klemmt. Mit dem Messer geht's gerade noch, Alter. Holy Marvin, Angel, grüß dich. Fluchtgefährdet auf jeden Fall, ey. Auf jeden Fall. So, jetzt checken wir nochmal eben alles ab. Wir haben gefunden. Name stimmt nicht. Passnummer stimmte nicht. Foto stimmt. Frachtbrief. Drei Gepäck, ein Salzsack. Stimmt. Ansonsten festgenommen wegen Waffenschmuggel, Alter. Ab in Knast. So, erstmal wieder Licht ausmachen. Ja, nicht, naja, als ob du keine Ahnung hattest, Alter. Du machst das schon. Ruhe hier jetzt. Zack, eingekerkert. Siehste, Waffen haben sie geschmuggelt, die Lümmels, ey. Oh, was haben wir denn hier bekommen? Pistolenmunition habe ich bekommen?
Nehmen wir doch mal mit, Alter. Und eine Schaufel. Eine Schaufel habe ich auch bekommen. Die tauschen wir mal aus. Ich brauche ja nicht die. Ich muss ja nicht alles doppelt haben. Messer lässt schon bald nach. Aber hier habe ich noch ein Messer. Aber die Schaufel lassen wir mal drin. So. Abfahrt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, da kannst du mal sehen, ne? Da kannst du mal sehen, ey. Da kommt er hier an und sagt so, jo, lirum larum. Hör mal, Franek, komm mal auf zu rauchen. Hier, die Illegalen. Räum mal auf hier. Angel, danke dir für die Diamonds. Alles gut? Wir haben was vergessen. Wurde wegen Schmuggels von Schmuggelwaren verhaftet. Schmuggelware. Ich habe eine Schmuggelware nicht gefunden. Aber ich habe doch alles abgecheckt. Unter dem Beifahrersitz? Lol. Habe ich doch geguckt, war ich doch. Unter dem Beifahrersitz? Das würde ich ja jetzt gerne nochmal sehen, ne? Passt soweit. Joa. Oha, das klingt aber nach Sonnenscheine. Bei mir? Ja, Affen, geil. Aufschneiden müssen, aber es war kein Zeichen da. Es war kein Zeichen für einen Fahrersitz. Naja. Zwei von drei Orte. Naja, okay. Unter dem Sitz. Da muss ich gleich nochmal gucken, nächstes Mal. Next! Komm! Wird schon langsam dunkel hier. Dankeschön. Jo, geile Karre, Alden. Svegodinara. Fehlt ein Spiegel. Karre braun. Jo, die nächste Karre ist braun, ne? Ich hatte so richtig sie. Schönen guten Tag, Alter. Papiere bitte. Jo. Dankeschön. Jo. Jo. Königreich von Erkai. Ja, und damit bist du ja natürlich schon durch. Denn du hast Gepäck und Waren dabei. Wir haben gerade ein Embargo gegen Fahrer, die Waren und Gepäck aus dem Königreich Erkai transportieren, ist die Einreise untersagt. Jo. Nichtsdestotrotz filzen wir dich natürlich nochmal. Nach allen Regeln der Kunst. Aussteigen, hinstellen, Schnauze halten. Jetzt wird dir erstmal gefilzt, Alten. Raus mit den ganzen Sachen. Kofferraum auf. Motorhaube, zack, 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 aufmachen. Ach du Scheiße, Alter, was schmuggelst du hier? Zement oder was? Das geht ja mal gar nicht. Raus damit. Zack, 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 zack. Ja, ich die auch. Raus damit. Seife. Drei Kartons Seife oder was? So, nächster Check. Auf Drogen, Alter. Schamuggelware. Unter dem Sitz. Okay, hier geht's gerade nicht. Quatsch mich mal nicht voll, Alter, sonst komme ich dir da hin. Hier geht es auch nicht. Decke. Auch nicht. Okay. Rückbank. Sieht auch safe aus. Naja. Gut. Was haben wir denn hier Schönes? Zementsäcke. Ja. Dann haben wir hier ein paar Koffer. Da gucken wir natürlich gleich nochmal kurz rein. Und hier haben wir ein paar Päckchen Seife. Jo. Das laut Frachtbrief setzt 6 Säcke Zement, 10 Ziegenzogen, 10 Zentner Zucker zum Zug. Seife 2. Check und Gepäck 3. Check.
Ja. Ich würde sagen, das passt. Ja, du bist in Eile, dann sieh mal zu, dass du wieder gut nach Hause kommst, ne? Ich würde sagen, den lassen wir so gehen. Jetzt überprüfen wir nochmal eben die Papiere. Also, Frachtbrief, check, Foto, check, Passnummer, check, Datum gültig bis Februar 81. Ja, Gültigkeit. Haltbarkeitsdatum. Stimmt nicht. Als Tourist. Name Lane Musaev. Check. Check. Ja, das ist es. Das ist es. Schönen Dank. Abgelehnt. Aktuelle Bestimmung vergessen. Oh, das muss ich markieren, oder was? Tägliche aktuelle Bestimmung. Oh, dankeschön. Tägliche aktuelle Bestimmung. Ah. Ah, Einreisebestimmung. Ah, perfekt, danke dir. Dann haben wir das doch. Jo. Wo ist denn hier mein Franek? Alter, bist du da hinten am Pissen oder was? Mensch. Jung, lad mal ein da alles. Aber Hände waschen vorher. Alter, ist ja ekelhaft. Tägliche Kosten. Nervt immer, wenn man es vergessen hat. Auf jeden Fall. So, eingeladen. Dankeschön. Jo, mein Jung, alles richtig gemacht. Bis auf Einreise verweigert. Abfahrt, was für ein Tag, Bliat. Aufpassen, ihr Bürschchen, aufpassen. Komm raus hier. Und mach zu da, das Ding, ne? So. Haus rein. Perfekt, Alten. Alter. Schokowolfi. Zum Glück, ey. So, next. Einen kriegen wir noch. Komm ran hier. Jo, ich dachte ja gerade erst, das wäre irgendwie eine braune Karre, aber offensichtlich nicht. Na. Fehlt ein Spiegel. Karre ist braun. Oh, vielleicht kommt der auch einfach hier nicht rüber, ey. Das sieht doch schon aus wie eine Schmugglerkarre, Alter. Was sagt ihr? Ist das eine Schmugglerkarre? Ist das eine Schmugglerkarre oder ist der Typ sauber? Alter. Meinst du, er ist sauber? Scheinheilig, ne? Hast du überhaupt noch Platz im Knast? Ich glaube, einer kann noch, Okay. Als erstes Gesicht. Ja, hast du ja schon verkackt, Alten. Also so dreist musst du ja auch erstmal sein, oder? So dreist, dumm und bescheuert musst du auch erstmal sein, dir vorzustellen, dass du mit so einem Passport einfach über irgendeine Grenze kannst und dass da der Typ sagt, jo, Alter, der sieht so aus, als ob das ist genau der Typ. Also, da sehe ich aber auch überhaupt keinen Unterschied. Sass. Okay, fangen wir an. Passfoto. Passt schon mal nicht. Name. Aybek Musaev. Musaev Aybek. Check. 2184 T8HI. Check. Gültig bis April. 7. April. Haltbarkeitsdatum. Fehlerhaft. Check. Aussteigen.
Sass. Wieder Erkai? Ja, aber doch nur, wenn die Waren transportieren. Er transportiert bisher offensichtlich keine Waren. Das heißt, Bürger, die Waren transportieren. Verhängt. Fahrer, die Waren und Gepäck transportieren. Also ohne Waren und Gepäck kann er ja rein. Ich komme dir gleich damit schmutzig machen, ey. Gleich hole ich mal das Messer raus. Aber es ist auch tatsächlich bisher nichts. Bisher einfach nichts. Tja, demzufolge könnte er eigentlich rein. Hätte er gültige Papiere. Okay, Karre, check. Nun zu dir. Handschuhfach, sagst du? War da eins? Nee, ist keins. Foto stimmt nicht. Name stimmt nicht. Abgelehnt. Haus Ryan, Alter. Atayo, CM Rachove. Naja, zieh ab hier. Kannst du mir ausdenken, ne? Hart am Kurbeln von der Scheibe, die nicht existiert, oder was? Kauf dir mal Katalysator ein. Perfekte Inspektion. Sehr schön. Sehr schön.